glaube, das ist die falsche Richtung. Sektor 2B vor der Abreise prüfen. Zivilisten sind sowieso schon aufgefallen. Ja, Sir. Die Sicherheitsprotokolle dienen Ihrem Schutz. Versuchen Sie nicht, Varus zu verlassen. Flugabwehrstellungen werden unbenehmigte Fahrzeuge zerstören. Bleiben Sie zu Spezialeinheit. Durchlachen. Außerdem gefährden wir auch unsere Truppler. Sie evakuieren nur auf Befehl. Ihre Furchtlosigkeit bei diesem Sturm zeigt wahre Disziplin. Aber Glev verdient eine vorzeitige Evakuierung, oder was? Glev leitet die Schule für künftige imperiale Anführer hier. Sie bildet loyale, fähige Truppler aus. Wie ein. Wie mich. Und jetzt fordert sie einen Gefallen ein. Das Volk von Vardos ist dem Imperium treu. Warum sollten wir es leiden zurücklassen? Das ist alles für das große Ganze, Kommando. Mir gefällt das alles nicht. Vardos war unsere Heimat, Hask. Das Imperium ist unsere Heimat. Mit Operation Asche beweisen wir, dass wir seiner Zukunft würdig sind. Sie klingen wie mein Vater. Das liegt daran, dass ich die Befehle des Admirals befolge. Vergessen Sie die Befehlskette nicht. Ziel erreicht. Bewegung, Glev. Jetzt gibt sie mir auch noch Befehle. Wunderbar. Wow. Zack! Die anderen zu mir. Die anderen bleiben hier. Sie sind unwichtig. Los! Commander. Wir haben ein Schiff in Landebucht 2. Dort sind sie in Sicherheit. Gehen Sie los! Los! Wow, was soll das? Nein! Stopp!
Das ist nicht unsere Mission. Waffe runter. Schon okay, wir bringen sie weg. Los. Nein, nein, nein. Komm, mach sie. Ich bin ihr Commander. Waffe runter. Nein, unsere Befehle sind klar. Wir sollen Protektorat Gleb hier rausholen. Allein. Die Zeiten ändern sich. Sehen Sie sich doch um. Erkennen Sie das Imperium eigentlich überhaupt noch wieder? Bitte tu das nicht. Tu das Imperium nicht. Muss Zivilisten vor sowas wie Operation Asche schützen. Das ist das neue Imperium. Wenn das das neue Imperium ist, dann will ich nichts davon wissen. Ich befolge die Befehle meines Commanders. Sind das deine Befehle? Sind sie das? Denn in dem Fall ist das ihr Verrat! Ja. Und ich hab meine. Die Waffe runter. Ungehorsam wird dein Untergang sein. Admiral Versio. Commander Versio. Und Agent Miko haben die Mission verraten. Habe verstanden. Bringen Sie mir Gleb, das ist Ihre Mission. Ich werde mich um die Verräter kümmern. Auf der anderen Seite des Platzes ist ein Durchgang. So kommen wir raus. Ich bin bereit, Commander. Nicht schießen. Wenn Sie uns sehen, gibt's Ärger. Neue Befehle. Bereich sichern. Wenn ihr die Deserteure seht, sofort Feuer! Wir sind zu ungeschützt. Wir brauchen mehr Deckung. Feuer! Verdammt! Feuer frei! Da ist ein Offizier! Seite des Platzes ist ein Durchgang. So kommen wir raus. Ich bin bereit, Commander. Nicht schießen. Wenn sie uns sehen, gibt's Ärger. Neue Befehle. Bereich sind Feuer frei! Seite des Platzes ist ein Durchgang. So kommen wir raus. Ich bin bereit, Commander. Nicht schießen. Wenn sie uns sehen, gibt's Ärger. Neue Befehle. Bereich sichern. Wenn ihr die Deserteure seht, sofort Feuer. Neue Befehle von oben. Wir sind zu ungeschützt. Wir brauchen mehr Deckung. Inferno in der Nähe. Achtung. Sie sehen uns nicht. Und das sollte auch so bleiben. Wir müssen den Planeten verlassen. Thank you.
Einsicht! Aber es war notwendig. Sie hätten uns getötet da. Schon okay, Commander. Gehen wir. Los jetzt, in den Durchgang. Das Ding. Wir müssen zur Corvus und raus aus imperialem Herrschaftsgebiet. Sie haben Ihren Vater gehört. Vorher schießen Sie uns ab. Dann müssen wir die Flugabwehrkanonen ausschalten. Oh, das sieht übel aus. Ganz ruhig, Miko. Die Zivilisten auf der Corvus verlassen sich auf uns. Wir haben keinen imperialen Funk. Die Corvus wird nicht mal wissen, dass wir kommen. Uns fällt schon was ein. Los! Wir sind zum Tode verurteilt. Wenn wir nicht aufpassen, sind wir dran. Ja, Commander. Wir können die Flugabwehrsysteme vor uns abschalten. Okay, ich folge.
Schütze gesichtet. Schießen auf etwas! Fliehende Schiffe. Andere wollen sich auch in Sicherheit bringen. Einmal hacken, bitte. Hier entlang. Ganz ruhig, dann bemerken sie uns nicht. Verstanden.